Ja, hallo meine lieben Diamonds und herzlich willkommen zu diesem Spezialvideo zum Thema Krebs. So, ich habe lange überlegt, ob ich das machen will, weil es ja nicht unbedingt ein witziges Thema ist. Aber es ist halt ein Thema, was uns alle betreffen kann. Ja, es kann uns alle treffen. Beziehungsweise mich hat es ja schon getroffen. Und ich würde euch dann gerne halt ein paar Informationen geben, wer ich bin. Quasi bin, was ich durchgelebt habe in den letzten Jahren, meine Güte, ich leid schon, was ich die letzten Jahre durchgemacht habe seit der Diagnose 2012 und ein paar schöne Seiten, die Betroffenen und Familienangehörigen ein bisschen Kraft geben können, ein bisschen viel Kraft sogar geben können. Und zwar bin ich auf einige Seiten gestoßen, die super sind wegen der Vorsorge. Die Mammo-Mädels auf Instagram, dann Projekt Heldencamper für Erwachsene mit und nach Krebs. Da erzähle ich euch gleich auch noch ein bisschen mehr von. Es gibt so viel Vereine, die euch Gutes tun können, wenn ihr betroffen seid oder betroffen wart oder Familienangehörige seid. Von daher, gebt nicht auf, holt euch die Hilfen, die ihr bekommen könnt. Geht zu Vereinen und fragt dort um Hilfe. Ne? Also ihr braucht euch da nicht schämen. Es ist ein Thema, worüber ihr natürlich, viele wollen darüber nicht reden, weil es halt, na, Krebs ist Krebs, wir wissen ja. Aber es tut gut, darüber zu reden und das will ich euch hiermit zeigen. Ich zum Beispiel habe die Diagnose Histiozytose X seit 2012. Ich hatte als Kind schon vergrößerte Lymphknoten, die Ärzte haben mich immer weggeschickt. Es seien ja nur normale Entzündungen, die gehen ja weg. Und als Erwachsene war dann der Lymphknoten, kann man sagen, Golfball groß. Also er war wirklich sichtbar und tastbar. Und dann wurde er endlich entfernt. Und dann kam die Diagnose. Dann kam zuerst Cortison, Prednisolon, Azathioprin, dann kam die Bestrahlung, dann kam 2018 das Rezidiv, dann wurde natürlich direkt die Chemo reingehauen, die mir sehr viel Kraft nahm, seitdem habe ich Gelenkschmerzen, ja, Nebenwirkungen sind natürlich immer da. Wundert euch nicht, ich habe ein bisschen Schnupfen. Aber ich dachte mir, ich muss dieses Video trotzdem zu Ende drehen. Ich habe euch ein paar Fotos zusammengepackt. Ja, das ist der Mensch hinter der Kamera, den ich euch dann zeige. Klar, ich bin ein fröhlicher Mensch. Ich lasse mir auch meinen Lebensmut nicht nehmen. Ich liebe mein Leben. Aber ich habe auch blöde Zeiten hinter mir und das will ich euch damit zeigen. Es gibt nicht nur das perfekte Leben, es gibt auch Rückschläge, die jeder von euch erlebt und erlebt hat. Und deshalb habe ich euch ja darum gebeten, schickt mir ruhig E-Mails. Es kamen schon ein paar E-Mails, aber die möchte ich dann in einem anderen Video nochmal verpacken. Sonst wird das hier wirklich zu lang. Ich erzähle euch jetzt erstmal von einem Verein, den meine Schwester gegründet hat. Erst hat sie Wir können Helden sein gegründet. Dann kam das Projekt Heldencamper. Und dieses Projekt finde ich super, super gut für Menschen, die sich keinen Urlaub leisten können, die kein Auto haben, aber einen Führerschein haben, die gerne weg wollen, ne? Oder auf dem Campingplatz einfach mal abschalten wollen. Wendet euch an diesen Verein. In der Videobeschreibung ist der Link dazu. Wenn ihr gerne kostenlosen Urlaub machen möchtet, wie auch immer, wendet euch an diesen Verein. Fragt dort mal nach, wie das Ganze abläuft. Und ja, macht einen kleinen Urlaub. Etwas, was euch gut tut. Und an diejenigen, die gesund sind, hört immer auf euren Körper, bitte. Auf die Symptome, wenn sich irgendwas verändert. Sei es denn ein kleiner Knoten, der irgendwo tastbar ist. Sei es Kaltschweißausbrüche in der Nacht. Fieberschübe, Appetitverlust. Geht immer zum Arzt und fragt ihm um Hilfe. Es kann harmloses sein, es kann aber auch immer irgendwas anderes dahinter stecken und deshalb immer zum Arzt gehen.
Wenn ihr reden möchtet, wendet euch an die Vereine, wendet euch an mich, schreibt mir eine E-Mail. Ich bin für euch da, ich höre euch zu. Und ich werde eure Geschichten, wenn ihr möchtet, auch das nächste Mal hier erzählen, wenn wir so ein Special haben. Ich habe alles eigentlich in ein Video verpackt, aber ich musste es doch nochmal neu drehen, weil ich war damit echt nicht zufrieden. Es war einfach nicht das, was ich zeigen wollte. Und von daher ist das Video jetzt so, wie es ist. Seid mir nicht böse, dass auch ein Video ausgefallen ist gestern. Aber ich brauchte Zeit, um das Video so zu machen, wie ich es vorhatte. Es soll nicht zu ernst wirken, es soll einfach nur beratend wirken. Denn es ist jetzt der Brustkrebsmonat. Und ich denke, das ist so ein kleiner Anstoß, um euch dazu zu bewegen, immer Vorsorgeuntersuchungen mitzumachen. Oder auch die Nachsorgeuntersuchungen, die sind auch sehr wichtig. Denn wir haben einen lieben Menschen verloren, weil er einfach nicht zur Nachsorge gegangen ist. Und zwar meine Schwiegermutter. Und das war nicht so schön, denn sie war nicht sehr alt. Sie war gerade mal über 50 und das ist wirklich kein Alter. Also, ne, denkt an eure Gesundheit, denkt an euch. Wenn ihr merkt, irgendwie ist da was komisch im Körper, dann ab zum Arzt. Ja, lasst euch da nicht abspeisen. So, und jetzt eine Erklärung zu meiner Erkrankung. Histiozytose ist eine seltene, krebsartige Autoimmunkrankheit, die den ganzen Körper betrifft. Bei mir ist es in den Lymphknoten und in den Gelenken mittlerweile, in der Haut. Und ja, aber ich lebe damit ganz gut. Ich laufe mit Rollator zum Einkaufen und zurück. Also ich lasse mir das ganze Leben nicht nehmen, nur weil irgendeine Krankheit in mir wütet. War mein Schnupfen. Ja, was wollte ich sagen? Genau. Man kann auch mit Krankheit gut leben. Also ich werde wahrscheinlich noch gut alt, trotz Erkrankung. Aber es kann ja immer mal was kommen und deshalb genießt jeden Tag, genießt jede Minute, genießt jede Sekunde. Ne? Achtet auf euren Körper und das ist das, was ich dazu sagen kann. Wie gesagt, das Thema Krebs ist sehr vielseitig. Wenn ihr was dazu sagen könnt oder sagen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder per E-Mail, wenn ihr privat reden wollt. Und wendet euch an die Vereine, die ich euch gezeigt habe. Wir können Helden sein, Heldencamper, Mamo-Mädels, DKMS und viele, viele andere, ne, sind für euch da. Ihr seid nicht alleine. Ja, das ist es, was ich euch sagen wollte. Ich hab euch ganz doll lieb, passt auf euch auf, bitte. Und ja, ihr sollt jetzt kein Mitleid mit mir haben oder sonstiges. Ich wollte euch nur aufklären, dass man auch mit der Diagnose gut weiterleben kann. Wie ihr sehen könnt, ich bin da. Also, na? Bitte nicht irgendwie sagen, dass ihr jetzt Mitleid mit mir habt oder sonstiges. Ich bin ich und ich bleibe ich. Und, ja. Ich wollte nur mit offenen Karten spielen. Ich bin halt nicht kerngesund und wenn dann mal keine Videos kommen, wisst ihr Bescheid warum. Dann liege ich im Bett, weil es gerade halt nicht geht. Ja, das war es in dem Video und ich hoffe sehr, dass es euch soweit gut geht, wenn ihr selbst betroffen seid. Toi, 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 dass alles wieder gut wird und denkt dran, ne? Die Diagnose ist nicht immer ein Todesurteil, es ist halt ein Kampf und den könnt ihr überstehen. Ich weiß es, da mein Bruder Anfang des Jahres eine schwere Diagnose bekommen hat und wir das Glück hatten, dass er trotzdem überlebt hat. Also er hat wirklich massiv gekämpft und er hat es geschafft. Meine Schwester hatte zweimal Lymphdrüsenkrebs. Mein Bruder hatte jetzt den Lymphdrüsenkrebs. Ich habe eine Art Lymphdrüsenkrebs und ich schaffe es auch. Na, also meine halbe Familie hat quasi mit Krebs zu tun gehabt. Auch mein Vater, meine andere Schwester, die jetzt in, weiß ich nicht wo wohnt, habe ich lange nicht mehr gesehen. Aber wie gesagt, es ist kein Todesurteil. Kämpft. Kämpft um das, was ihr habt. Und lasst euch nicht den Lebensmut nehmen. Ne? Tut euch was Gutes. Fahrt in Urlaub mit den Heldencampern zum Beispiel.
Nehmt euch Hilfe, zum Beispiel so eine einmalige Hilfe an Geld bei der Krebsstiftung, glaube ich, war das. Deutsche Krebshilfe. Nehmt es in Anspruch, lasst euch helfen und passt auf euch auf. Ne? Ich hoffe, das Thema war euch nicht zu heiß, zu ernst, aber es musste auch mal ausgesprochen werden. Denn der Brustkrebsmonat ist nun mal jetzt und es sind weitere Krebsmonate, die kommen und kamen. Und von daher immer aufmerksam drauf machen, passt auf euch und eure Liebsten auf und bis zum nächsten Video, wo dann einfach nur gepaintet wird. Ich verspreche euch, das nächste Video wird nicht so ernst. Es wird ganz witzig. Es kommen wieder Unboxings, es kommen Paint with Me's, es kommen jetzt mehr Painting-Videos, das verspreche ich euch. Und ja, mit diesem Bild von Your Best Sales, Your Best Deals, sage ich jetzt erstmal Tschüss. Naja, wir sehen uns dann am Wochenende oder nach dem Wochenende. Wir schauen mal. Tschüss, ihr Lieben, und denkt dran, in der Videobeschreibung sind alle Links zu dem Verein und auch Spendelinks zu dem Verein, falls ihr da helfen wollt. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Tschüss!